Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Heute sind wir wieder zu zweit hier. Claudia Billon ist wieder bei mir zu Gast. Hallo, ich grüße dich, Claudia. Hallihallo, Annette, und hallo, ihr lieben Apothekenbegeisterten. Und heute haben wir gedacht, wir unterhalten uns mal einfach über so ein paar Erlebnisse, die wir während unseres Arbeitsalltags schon erlebt haben. Da passieren ja immer mal lustige Dinge, manchmal sind es eher peinliche Dinge und manchmal kommt man abends vom Arbeitsalltag nach Hause und denkt sich, wow, heute, das war echt klasse oder ich habe da jetzt was dazugelernt. Genau, und da haben wir gedacht, wir gehen einfach mal so nach und nach durch und fangen mal mit was Lustigem an. Claudia, was fällt dir denn ein? Was ist denn schon besonders Lustiges in deinem Arbeitsleben passiert? Ja, wie ihr wisst, komme ich ja aus der Anästhesie und da war mal eine Patientin, die wachte aus der Narkose auf und dem Propofol, das ist ein Medikament, daran starb übrigens auch der Michael Jackson. Das soll sehr schöne Träume machen und auch so sexuelle Träume machen. Und ich habe immer gedacht, ach, Humbug ist mir noch nie passiert, ne? Jetzt macht ihr die Augen auf und sagt zu mir, sonst werde ich immer wach geküsst. Okay. Ja, bei einem lustigen Erlebnis aus der Apotheke fällt mir immer spontan ein sehr sympathischer älterer Kunde ein. Der war damals irgendwas Mitte 90, jetzt lebt er leider nicht mehr. Der kam mit seinem Rollator zu mir in die Apotheke und hat mir einen ganzen Stapel Rezepte hingelegt. Und ich habe gesehen, gleich das erste war ein Rezept über Kompressionsstrümpfe. Dann habe ich ihm gesagt, ich kümmere mich mal um die Rezepte mit den Medikamenten drauf. Für die Kompressionsstrümpfe hole ich ihm dann die Kollegin, weil die misst die an. Also ich fange an, mich so gedanklich mit den anderen Rezepten und den Medikamenten zu befassen und höre, wie er so nebenbei sagt, ja, anmessen, ja, das ist heute ein bisschen ungünstig, aber naja, jetzt bin ich schon da. Weil heute früh war nämlich die Diakonie da. Und die hat ihn gebadet. Und ich höre das alles so, bin aber gedanklich eher bei den Medikamenten und denke mir, naja, ist doch super, frisch gebadet, Vorstrümpfe anmessen, freut sich die Kollegin. Dann murmelt er weiter, er hat jetzt eine lange Unterhose an. Dachte ich mir ja auch, naja, vielleicht tut er sich schwer beim Ausziehen, kann die Kollegin ja helfen, wo ist denn das Problem? Also ich mache meinen Krempel fertig, sag meiner Kollegin Bescheid, du, der Herr da vorne, dem musst du bitte Kompressionsstrümpfe anmessen. Ich bringe ihn schon mal in den entsprechenden Raum. Ja, die Kollegin geht rein, spricht kurz mit ihm, kommt wieder raus zu mir und sagt, der hat eine lange Unterhose an. Sag ich, ja, weiß ich, hat er mir erzählt. Die hat er jetzt nicht mehr an. Sag ich, ja, und? Das hängt da jetzt alles rum. Also auf die Idee, dass man nur die lange Unterhose anhat und drunter nichts mehr, bin ich nicht gekommen. Naja, also habe ich gesagt, weißt du was, er sitzt doch auf so einer Einmalunterlage, das machen wir immer beim Strumpfanmessen aus hygienischen Gründen. Gib ihm doch eine zweite, dann kann er die oben drüber legen und dann bring's hinter dich. Sie holt also tief Luft, nimmt diese zweite Auflage, geht in das Zimmer und ich höre, wie sie sagt, ah, ich habe Ihnen was mitgebracht, das können Sie sich da so oben drüber legen und höre, wie er antwortet. Ach, das brauche ich nicht. Ich schäme mich nicht. Die Kollegin war dann sehr schnell beim Strümpfe anmessen, ist danach raus zum Rauchen verschwunden und meinte, ich will nichts hören. Das war jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren, aber es ist immer noch so der Running Gag bei uns in der Apotheke. War ein sehr nettes Erlebnis und immer noch ein netter Kunde. Ja, das kenne ich auch von dem An- und Ausziehen in der Praxis. Aber sowas ist mir auch noch nicht passiert. Ja, vor allem, also ja, ich bin vielleicht von mir ausgegangen. Ich hätte die Dinger übereinander angezogen und nicht end oder weder, aber gut, man lernt dazu. Ja, machen wir mal weiter. Sind denn schon mal irgendwelche Dinge passiert, wo du dachtest, oh, wie peinlich, entweder für dich selber oder ja, wo du dich fremd geschämt hast für andere? Ja, also da fällt mir ein Ding ein. Also es ist Nacht. Wir werden alarmiert, dass da eine ältere Dame wahrscheinlich gestorben ist. Und dann kommt ja immer der Notarzt, ist halt so. Und wir fahren dahin und das ist so wie so ein Aussiedlerhof und alles mit Fachwerk und dunkel und man konnte aber eben ehrlich ins Schlafzimmerfenster reingucken. Ja, und dann brennt das Licht und die Frau liegt im Bett, wir sehen das von draußen, rührt sich nicht und die Nachbarn, ja, wir gehen da vorbei immer und dann gucken wir nach der, die hat sich gar nicht mehr bewegt und so und na gut, da mussten wir da direkt einbrechen, weil niemand den Schlüssel hatte.
Und stehen also alle um das Bett rum. Also die Nachbarn, der Rettungssanitäter, der Rettungsassistent, dann hat man noch ein Zivi dabei, dann hat man noch die Feuerwehr dabei, weil die das aufgebrochen hatten. Also alle stehen wir ums Bett und ich gehe dann so hin und tippe die so an die Schulter, um zu gucken, was los ist. Und die dreht sich rum und macht die Augen auf. So viel Besuch hier. Ja, hat der Schlag getroffen, weißt du, musst dir vorstellen, aus dem Tief. Und dann, boah, die hat wahrscheinlich gedacht, sie ist im Himmel oder in der Hölle. Oh je, die Arme, ja. Ja, also das war, also mir war das total peinlich, weil also das ist ja eine Zumutung, also dass die jetzt nicht gleich noch einen Herzinfarkt Da, gekriegt hat. genau, da verursacht man ja neue Probleme, die vorher noch nicht da waren, ja. Ja, also aber okay, die Nachbarn, die haben da so drauf gedrängt und ja, hätte ja auch sein können, dass die jetzt komatös ist und man möchte ja auch nichts verpassen, aber ja, so ging das aus. Okay. Ja, mir fällt da ein Ereignis ein, so oder so ähnlich ist das schon öfter mal passiert. Ja, Kundin kommt und möchte von mir eine Clotrimazol-Creme. Und ich weiß, dass man Clotrimazol im ersten Drittel der Schwangerschaft zumindest nicht ohne Rücksprache mit dem Frauenarzt anwenden sollte. Also gucke ich so kurz über den Verkaufstisch und kann für mich nicht ganz entscheiden, wie weit ist denn die Schwangerschaft fortgeschritten. Und frage sie halt einfach, in welchem Monat der Schwangerschaft sie ist, weil ich will ihr gerade erklären, in den ersten 3 Monaten wäre dieses Mittel nicht so gut geeignet. Ja, die guckte dann leider gar nicht mehr so freundlich und keifte mich an, sie ist überhaupt nicht schwanger und ist gegangen. Das kann man dann auch nicht mehr retten. Und ich überlege seither auch immer, wie man es denn irgendwie anders ansprechen könnte. Also, ich meine, ich muss die Frage ja stellen, ne? Es hätte ja sein können, dass sie schwanger ist. Ich muss ja erklären, ob ich sie ihr geben kann. Wenn ich aber erst frage, sind sie schwanger oder nicht, ist sie wahrscheinlich genauso beleidigt. Also, keine Ja, Ahnung. Wenn man einen da Tipp für mich wahrscheinlich hat, wie mal. ich das in Zukunft weniger peinlich hinkriege, gerne her damit. Ja, die war wahrscheinlich etwas adipös. Und ich weiß auch von meinen Patientinnen, da war auch eine sehr adipös und die Arzthelferin und ich, wir haben, ist die jetzt schon entbunden oder noch nicht? Ja, das ist ähnlich doof, genau. Ja, man Dann möchte ja gefragt wird, niemanden. warum sagst du nichts? Du musst doch merken, dass ich mein Kind gekriegt habe. Naja, also wir wollen ja nicht werten und auch niemanden jetzt beurteilen. Es ist ja, wie es ist und es gibt dafür aus meiner Sicht auch kein richtig und falsch. Aber fürs Umfeld, da verstehe ich dich sehr gut, ist es halt ja, schwierig, das mit Fingerspitzengefühl anzusprechen, ne? Ja. Wie gesagt, da habe ich so meine optimale Lösung noch nicht gefunden. Ich übe noch. Okay. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, oder? Genau, Was? sage ich ja. Nehme alle Ideen gerne entgegen, wie ich das in Zukunft besser hinkriege. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das wöchentlich passiert, ne? Aber so 2, 3 Mal in meinem Berufsleben ist es so oder so ähnlich schon gegangen, dass man da voll ins Fettnäpfchen getreten ist. Ich wurde aber auch schon öfter gefragt, wann denn das Kind kommt, ne? Wo ich sage, Leute, ich gehe auf die 50 zu, ich werde irgendwann mal Oma, aber das mit den Kindern habe ich eigentlich abgeschlossen. Ich gehe auch in die andere Richtung. Okay, dann haben wir uns gedacht, als drittes überlegen wir uns nochmal Erlebnisse, die für uns selber besonders lehrreich waren oder wo wir einfach abends heimgekommen sind und uns gedacht haben, wow, das war jetzt echt schön. So könnte es jeden Ja. Tag laufen. Ja. Was fällt dir dazu ein, Claudia? Oh ja, also es ist ja wirklich so, Medizin, das lernst du erst hands-on. Es ist wie mit dem Führerschein, du hast die Approbation und dann fängst du mal an zu fahren, ne? Und wie wichtig Sauerstoff für uns Menschen ist, das hat mich folgende Geschichte gelehrt. Also, wir kommen zu einem Asthmatiker, es ist wieder Nacht. Wir müssen ums ganze Haus rum. Es gibt ja so Häuser, da ist der Eingang auf der Rückseite. Treppen hoch, rings ums Haus rum. Der niedergelassene Doktor hat Dienst und war auch schon da und sticht an den Patienten rum und so. Und dann habe ich gesagt, ah, ich Notärztin, lassen Sie mich mal. Legt dann die Nadel. Wir laden den Patienten ein ins Auto. Und der hatte die ganze Zeit bei seinem Asthmaanfall Sauerstoff dran. Und zwar war das aber Sauerstoff von diesem niedergelassenen Arzt. Und ich muss sagen, der war mir auch immer so ein bisschen im Dorn im Auge.
Ich fand den immer unsympathisch. Er ist menschelt, oder? Na Ja, gut, auf jeden Fall. ich wollte den auch loswerden. Der hat mich jetzt genervt. Der hatte auch immer so ein weißes T-Shirt an und dann so ein Halstuch, so ein Öko-Halstuch. Dann hat mich das schon gereizt, wie man so überhaupt zum Dienst gehen kann. Nichts gegen die Ökos. Naja, und dann sind wir jetzt endlich im Wagen. Ein Patient hat immer noch so die Maske drauf mit diesem Sauerstoff. Das war so eine kleine Flasche, ne, von diesem niedergelassenen. Und jetzt klopft sie an die Tür. Wir machen auf, denke ich. Oh, jetzt ist er immer noch da. Ja, er will jetzt seine Sauerstoffflasche wieder haben. Und wir haben ja im Rettungswagen sowieso Sauerstoff. Na gut. Denke ich, ja gut, mach die Maske runter, dreh mich rum, wir geben dem die Flasche raus. Ich drehe mich zum Patient, bewusstlos. Da war auch nichts mehr mit Sauerstoff. Rettungsassistent drückt mir sofort das Laryngoskop in die Hand, ein Tubus, zack, intubiert, beatmet. Was lernen wir daraus? Was nämlich nicht im Buch steht. Also dieser Kollege, der hat es zwar nicht geschafft, eine Nadel zu legen, weil der da irgendwie nicht geübt war, aber der hat ihm das Leben gerettet mit seinem Sauerstoff und das hat er alles richtig gemacht. Okay, Und das finde ich faszinierend, dass das so schnell geht, wenn man mal kurz unterbricht, ja? ja, das fand ich auch faszinierend. Okay. Lernen auf Und die dann harte muss man Tour, ja. einfach auch froh sein, dass man auch so ein tolles Rettungsteam hat. Ja, die haben das, während ich da noch mit dem beschäftigt war, haben die schon gesehen, was Sache ist, zack, zack. Ja, gleich vorbereitet, ne? Super, ja. Ja, das lief wie geschmiert und also Sauerstoff ist einfach unser Lebenselixier. Das habe ich daraus gelernt und man sollte nicht ohne Sauerstoff sein. Oh, Sondern das als ist dann doch Assistent. schwierig, ja. Okay. Ja, und du hast sicherlich auch eine lehrreiche Geschichte. Ja, ich habe vor, ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren auch gedacht, okay, jetzt hast du mal was dazugelernt. Da kam ein Ehepaar in die Apotheke, der Ehemann hat für die Frau gesprochen und meinte, also der geht's heute gar nicht gut. Ihr ist total schwindlig und sie sieht verschwommen und sie ist schlapp, es geht irgendwie gar nichts. Und das passt gerade überhaupt nicht, weil sie sind gerade neu hierher gezogen und eigentlich hätten sie jede Menge zu tun. Ja, dann gucke ich mir die Frau so an und sage, also wenn es ihnen so schlecht geht, dann sollten sie bitte zum Arzt gehen, dann sind sie bei mir hier falsch. Ja, aber sie haben hier noch keinen Hausarzt und sie haben in der einen Praxis schon gefragt, die nehmen keine neuen Patienten. Ja, was macht man in der Apotheke, wenn man die Arztpraxen drumherum kennt? Ich habe dann in der zweiten anderen Arztpraxis angerufen und habe gesagt, Leute, die Frau braucht akut irgendjemanden. Könnt ihr da mal einfach nur kurz drauf gucken, was Sache ist, ob es irgendwie eine grobe Richtung gibt, was mit der los ist? Also, die fahren in die Praxis, die haben sich bereit erklärt, sie gucken kurz drauf, haben da wohl auch einige Untersuchungen gemacht, haben dann aber das Ehepaar wieder zurück in die Apotheke geschickt mit der Aussage, das Blutzuckermessgerät in der Praxis ist kaputt, ob ich das bitte machen könnte. Okay, also Blutdruck haben sie gemessen, alles andere auch angeschaut. Ich glaube, ein Das ist EKG haben aber sie schon sogar mal ein gemacht. Armutszeugnis. Kann ich Ja, jetzt gar nicht ich setze glauben. die Frau in meinen Beratungsraum, hole mein Blutzuckermessgerät, messe Blutzucker und kriege eine Fehlermeldung. Und denke mir so, mein Gerät ist auch kaputt. Komisch jetzt irgendwie. Aber ich habe ein zweites, also habe ich das genommen. Und Ist das auch eine zeigte mir Fehlermeldung. auch eine Fehlermeldung. Und dann dachte ich mir, Logisch. okay, da ist jetzt irgendwo anders das Problem. Ja, Ja. jetzt weiß ich es. Auf dem Display stand HI und HI ist die Abkürzung für High. Das heißt, der Wert war einfach so hoch, dass das Gerät das nicht mehr messen konnte. Sowas kommt im Apothekenalltag jetzt wirklich nicht so häufig vor. Das heißt, ich hatte das noch nie und auch keiner von meinen Kolleginnen konnte mit diesem HI irgendwas anfangen. Aber wir haben es dann rausgekriegt. Also habe ich in der Praxis wieder angerufen und gesagt, Leute, euer Gerät ist nicht kaputt. Die Frau hat anscheinend einen sehr hohen Blutzuckerwert. Ich schicke euch die nochmal. Bitte versucht's nochmal. Naja, und dann haben die nochmal Blutzucker gemessen. Ihr habt in der Praxis dann ja noch andere Möglichkeiten als mit dem Gerät. Ich nehme an, die haben einfach Blut abgenommen, oder? Keine Ahnung wie. Ich sag Jedenfalls. mal Notarztindikation. Punkt aus. Ja, jedenfalls war der Blutzucker dann Eine irgendwo über Frau. 600 und die Dame ist ins Krankenhaus eingewiesen worden und das war der Tag ihrer Diabetesdiagnose. Genau. Das Genau. war die erste Manifestation dann. Genau. Und ich weiß jetzt, es gibt die Meldung HI für High und LO für Low und weiß, mein Gerät ist nicht kaputt, sondern hier muss jemand anders Das ist ran. dann Ich bin hier einfach nicht nicht mehr der mehr. Zuständige für diesen Wert. Ja. Genau. Jo.
Aber ist doch gut, oder? Wir lernen täglich dazu und es ging ja auch gut aus. Also der Frau geht's gut, die ist jetzt halt gut eingestellt und lebt mit ihrem Diabetes. Wunderbar. Genau, Ja, der Körper hält Ergebnis viel aus. zählt. Der Körper hält viel aus. Ja, auch ohne Sauerstoff haben wir ja gerade gehört, ne? So mal kurz. Ich danke dir, Claudia, für diese Unterhaltung. Wir haben gerade auch ausgemacht, dass wir das Gleiche in Kürze nochmal machen. Also, wenn ihr Lust auf ein zweites Video dieser Art habt, dann verlinke ich euch das, sobald es online ist. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Claudia, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich auch immer über eure Kommentare, was ihr dazu gelernt habt. Ja, Bei genau. Arbeit Gerne natürlich. fleißig kommentieren. Dürft auch gerne lustige Erlebnisse reinschreiben. Wir lachen auch gerne. Ja, genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.